Tipps, oder? Heute gibt es wieder mal eine Videospiele-Review und ich habe mir gedacht, da wir ja jetzt in nächster Zeit vor und vor allem um Halloween immer ganz einfach sehr viel düstere, bluttriefende Filme uns in kurzer Zeit hintereinander anschauen werden, gehen wir doch da vorne einmal ein bisschen in eine sehr bunte Welt, also eine sehr fröhliche Welt und schauen uns einmal ein bisschen Super Mario Odyssey an. Nur dazu hat das Spiel im Oktober auch seinen Jahrestag. Es ist ja erschienen am 27. Oktober 2017. Wir sehen jetzt also fast ein Jahr danach und da haben wir gedacht, passt das doch eigentlich schon ziemlich gut. Ja, also das Spiel hat natürlich eine Story, die ist nicht Gott weiß wie ein groß, ich meine, es ist ein Mario-Spiel. Im Ende dreht sich meistens alles darum, dass Bowser Peach entführt und da halt ganz einfach aufgehalten werden möchte. Diesmal ist es sogar so, dass der Schuft sie zur Heirat zwingen möchte und als Mario können wir uns das natürlich nicht gefallen lassen. Auch was die Spielmechanik angeht, muss ich sagen, okay, ja, es ist ein 3D-Mario, also sind die grundlegenden Elemente halt so ziemlich gleich wie vorher auch schon. Diesmal ist es ganz einfach so, dass wir uns mit unserem Flugschiff der Odyssey, so wie es der Name schon sagt, halt von Welt zu Welt bewegen. Da müssen wir halt nachher in jeder Welt so und so viel Powermonde einsammeln, damit wir nachher in die nächste Welt weiterreisen können. Wir haben verschiedene Mini-Bosse und normale Bosse vor uns, bevor wir nachher im großen Finale gegen Bowser auf dem Mond antreten. Super Mario Odyssey hat immens hohe Wertungen gekriegt und zwar ausnahmslos überall eigentlich. Also das Spiel hat eine Metacritic-Durchschnittswertung von 97% und wiederum muss ich da sagen, ich verstehe nicht ganz wieso, beziehungsweise ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Natürlich, wenn ein neues Super Mario rauskommt, insbesondere im 3D-Bereich, nachher hat man sehr hohe Erwartungen an so ein Spiel. Das Problem, was ich mit Super Mario Odyssey habe, ist ganz einfach das, dass es durchwegs für ein gutes Spiel halt, aber schon Nintendo intern so viel hochwertige Konkurrenz besitzt, wo es ganz einfach nicht ganz mitkommt. Gut, ich meine, optisch ist die ganze Sache gelungen. Also Nintendo kriegt sich alle hin, dass insbesondere Details grafisch wirklich sehr gut ausschauen. Verschiedene Oberfläche, da zum Beispiel haben sie auch extrem gute Filztexturen gemacht oder eben auch Kleidungsstücke und Lichteffekte wieder mal. Wie gesagt, da sehe ich absolut kein Problem nicht dabei, das macht Nintendo eigentlich immer gut. Musikalisch, ja, fällt es ein bisschen an, kommt mir eigentlich vor, verglichen mit anderen Mario-Spielen. Ein, zwei tolle Tracks sind dabei, aber ansonsten ist es eigentlich relativ generisch, muss ich sagen. Und es sind dann irgendwie Änderungen vorgenommen worden, im Spieldesign, die was irgendwie nicht sonderlich viel Sinn ergeben, wenn wir vorkommen. Sie sind, ich sage mal, vordergründig Änderungen, die aber eigentlich nicht viel ändern. Beispielsweise haben wir als kleine Zwischenbosse keine Cooperlinge, sondern die Brudels, sozusagen Hochzeitsplaner, die dafür sorgen sollen, dass die Hochzeit von Bowser und Peach gut funktioniert und sie dir deswegen uns in den Weg stellen. Das sind, ich glaube, es sind insgesamt 4 Stück dargestellt als Hasen. Und das sind halt so Mini-Bosse, die kommen alle wieder mal. Es gibt nachher dann richtige Bosskämpfe, die was meistens ganz okay sind. Ich meine, der Bosskampf gegen einen Bowser ist anständig, das passt. Aber es gibt nachher da einen Bosskampf, bei dem ich nicht ganz weiß, was sie sich dabei gedacht haben. Und zwar ist das der Bosskampf gegen den riesigen Donnerdrachen da, ich nenne ihn ganz einfach einmal so, in der trostlosen, angefuckten, eigentlich schon fast schwarz-weiß gehaltenen Welt. Der was grafisch natürlich, mal sicherlich, das Vieh schaut schon sehr gut aus, aber es passt absolut nicht rein. Und ich verstehe ganz einfach nicht, wieso man das Ding designt hat, wie man es designt hat, aber okay. Weiters
sammeln wir jetzt halt keine Power-Sterne mehr, sondern Power-Monde. Das ist auch so eine Änderung, die kann ich jetzt halt sinnhaft nicht ganz nachvollziehen, obwohl man viel mehr Power-Monde sammeln kann als Power-Sterne. Ich glaube, Power-Monde, das geht ja, keine Ahnung, über 800 oder 900 drüber. Da habe ich nachher nicht so genau das genau verfolgt, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ein spielbestimmendes Element ist auch die Mütze, die was wir aufhaben, der Cappy. Mit dem können wir größere Reichweiten überspringen. Wir können auch unsere Kappen auf Gegner schmeißen und den dann sozusagen übernehmen und nachher zu übersteuern, damit wir verschiedene Sachen aus dem Weg räumen können oder halt ganz einfach andere Wege gehen können und so. Und ich muss sagen, okay, ja, das ist eigentlich ganz nett, aber es ist jetzt auch nicht so extrem spielbestimmend, dass ich sagen kann, alles stützt sich irgendwie drauf. Mit den Welten insgesamt muss ich sagen, ja, bin ich halbwegs einverstanden. Ich meine, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Wüstenlandschaften und so, was natürlich da auch dabei ist. Aber insgesamt muss ich sagen, die Auswahl ist okay. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von New Dunk City, weil ich auch da sagen muss, das passt absolut nicht ins Mario-Universum mit rein. Obwohl es einer der besten Abschnitte im ganzen Spiel wirklich New Dunk City enthält. Insgesamt muss ich ja sagen, dass das Spiel eigentlich ziemlich leicht geraten ist. Du brauchst natürlich immer eine gewisse Anzahl an Power-Monden, damit dein Schiff nachher in die nächste Welt weiterfliegen kann. Und ich muss auch sagen, also die Power-Monde, die liegen eigentlich überall umeinander. Du musst eigentlich nie besonders lang suchen und nachher hast schon die ganzen Monde zusammen, die was du brauchst und nachher kannst du eigentlich schon weiterfliegen. Also die Herausforderung in dem Spiel ist relativ gering gehalten. Ich meine, wenn das jetzt halt Absicht gewesen ist, dann muss ich sagen, okay, es ist gelungen. Wenn es keine Absicht nicht gewesen ist, muss ich sagen, das Spiel ist eigentlich wirklich zu einfach. Natürlich muss sich das Spiel vergleichen lassen mit seinen genialen Vorgängern. Und damit meine ich jetzt insbesondere Super Mario 64 auf dem Nintendo 64 und ja auch Super Mario Galaxy. Weil Super Mario 64 hat mich ja von Anfang an überzeugt und ich sage bis heute, das ist das beste Spiel auf Nintendo 64. Und Super Mario Galaxy war ich vorher auch ganz ein kleines bisschen skeptisch, ob es die Mechaniken, die was da einbauen, schon sehr gut umsetzen und sie haben es dann geschafft. Und letzten Endes hat mich Super Mario Galaxy absolut von den Socken gehauen. Und es ist halt ganz einfach so, dass bei dem Spiel das nicht so gewesen ist. Wie gesagt, das hört sich jetzt alles ein bisschen zu negativ wahrscheinlich an. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Super Mario Odyssey hat die hohen Wertungen, die es übergekriegt hat, eigentlich nicht verdient. Das ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Natürlich, ich vergunze ihm weitaus mehr, als wir zum Beispiel Legend of Zelda Breath of the Wild, weil bei Super Mario Odyssey doch mehr drin steckt und die Wertung, obwohl es nicht gerechtfertigt ist, gerechtfertigter ist, als wir beim letzten Zelda. Aber insgesamt ist es ganz einfach zu hoch bewertet. Ich meine, für mich persönlich ist Super Mario Odyssey ein gutes Spiel. Jetzt vielleicht auch für Einsteiger, die was vorher noch keins von den 3D Marios gespielt haben, kann ich mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich besser wirkt, als wie es insgesamt ist. Ich persönlich würde das Spiel aber eher bei 7 Punkte auf meiner Skala einstufen, als wir bei 96 oder 97% und irgendwie so Best Mario aller Zeiten und bla 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 und hin und her, was andere Leute vergeben. Wie gesagt, es ist ein anständiges, gutes Mario-Spiel, das halt ganz einfach mit seinen genialen Vorgängern nicht ganz mithalten kann und deswegen niedriger zu bewerten ist. Für mich persönlich jetzt gesehen.